Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 12. Lesung von Babylon Mysterienreligion. Ja, das Buch heißt ein klein wenig anders, aber ich kürze den Titel immer so ab. Ich habe keine Lust, diesen ganzen komischen Titel zu lesen, den Ralf Wutrow sich damals ausgedacht hat. Das heißt natürlich die römische Kirche Mysterienreligion aus Babylon. Ja. Bei James Atkin Wiley ist das ja noch viel schlimmer. Dem sein Titel, der werde ich niemals auswendig lernen können. Das hier könnte ich ja noch lernen. Aber mit Babylon Mysterienreligion verstehen wir alle, dass wir hier, genau wie bei Alexander Hislop seiner Arbeit, die zwei Babylons, den Link legen, dass das moderne Rom, wie wir es kennen und wie es seit gut 2000 Jahren besteht, bisschen mehr, bisschen weniger, dass das im Grunde seine Wurzeln in Babylon hat. Und das Buch von Ralf Wutrow zeigt das wunderbar auf. Wir hatten letztes Mal angefangen, in dem, ich glaube, Kapitel 10 zu lesen, der Peter oder Petrus war nie in Rom, sind da in diesen wunderbaren Artikel auch mit reingegangen von dem Augstein aus dem Spiegel, der diesen Artikel geschrieben hat, der Fels, der nie in Rom war, um auch mal zu zeigen, dass selbst Atheisten und Betreiber einer Mainstream-Zeitschrift die Kirche in der Hinsicht mal kritisieren. Und wenn dann zumindest einige Leute das mal aufnehmen würden und sagen von, oh, da schaue ich jetzt doch mal nach, das interessiert mich, die Kirche sagt das und der sagt das, da muss man ja vielleicht mal ein bisschen nachforschen. Das Interesse, das will ich im Grunde auch mit diesem Buch wecken. Dass Leute sagen, vor allen Dingen viele, die katholisch erzogen wurden, die sagen, da habe ich so noch nie von gehört. Das ist ja, die Kirche sagt ja ganz was anderes. Wo ist denn da jetzt was dran? Wer spricht denn hier die Wahrheit? Spricht der Ralf Wutrow, der das Buch schreibt, der Jörg, der das liest und kommentiert, sprechen die die Wahrheit? Oder ist das die Kirche, wo ich jeden Sonntag hingehe? Oder die Kirchengemeinschaft? Oder ist das mein Chef? Oder ist das mein Lehrer? Oder mein Universitätsprofessor? Wer sagt denn jetzt die Wahrheit? Deswegen nenne ich dieses Ministerium Stunde der Wahrheit. Und bevor wir heute Abend anfangen, hat der Alexander vor 14 Tagen ein wunderbares Lied vorbereitet, wo wir letztes Mal den ersten Teil von gehört haben. Und weil es so lang war, musste ich diesen Psalm in zwei Teile teilen und wir hören uns heute zur Einstimmung der Lesung erstmal den zweiten Teil an. Danke Alexander für deinen Beitrag und jetzt hören wir uns mal, was du da fabriziert hast, an. Auch das werden kommen und von dir erbeten, o Herr, und deinen geben, denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du alleine. Weise mir deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Errichte mein Herz auf das Seine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will die Brise, Herr, wie Gott, vor ganzem Herzen, Name erweise, o Pech. Denn die Gnade ist groß über mich, und du hast meine Seele rettet aus der Tiefe des Totenreichs. O Gott, sind Vermessene gegen mich aufgestanden und eine Rotte von Gewalttätigen trachtet mir nach dem Leben. Sie haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade. Oh. Dich zu mir und sieg mir gnädig. Verleih deinem Knecht deine Stärke und hilf deinem Sohn deine Macht.
tue mir ein Zeichen zum Guten, damit mein Herz es dir Beschämung sehen, dass du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Da habe ich leider vergessen, meinen Live-Zuhörern das Mikrofon freizuschalten, besser gesagt, ihnen diese Datei vorher zu senden, aber das werden sie überleben, das können sie sich dann nachher anhören. Ihr habt es jetzt live in diesem Video bereits gehört und jetzt werden wir ohne weitere Verzögerung anfangen und gehen in Kapitel 10, war Petrus der erste Papst, und fangen natürlich nochmal vorne an zu lesen, weil wir sind ja hier bereits in das PDF reingegangen, der Fels, der nicht in Rom war. Und heute lesen wir halt nach Möglichkeit in dem Kapitel zumindest so weit, wie wir kommen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Die Gleichheit in Christus oder die Herrschaft des Papstes? Das ist natürlich eine Frage, die sehr interessant ist und sich hier natürlich beistellt. Geht es um Christus oder geht es um den Papst? Also geht es um Gott oder geht es um einen Menschen? Oder geht es um einen Menschen, der sich selbst zum Gott erhebt? Das ist die Frage der Fragen. An der Spitze der römisch-katholischen Kirche steht der Papst von Rom. Dieser Mann ist nach katholischer Lehre das irdische Oberhaupt der Kirche und der Nachfolger des Apostels Petrus. Auch hier gehe ich noch mal kurz in eine Fußnote, dass wir uns richtig gut einstimmen. Ich habe eine ganze Menge hierzu zu sagen, weil wir lesen zum Beispiel in dem Buch Herrscher des Bösen auf Seite 285 oder 308 im PDF, zumindest in der englischen Version, weil damals, als ich diesen Kommentar hier geschrieben habe, da hatte ich die deutsche Übersetzung von Herrscher des Bösen noch nicht. Aber wir lesen in dem Buch, seit der Epoche von Kaiser Konstantin hat das römische Papsttum die Auffassung gefördert, dass der Herrscher, der Missetäter terrorisiert, notwendigerweise ein Christ, also ein Katholik ist. Papst Silvester, der Bischof von Rom, der angeblich Konstantin zum Christentum bekehrt hatte, wobei wir bereits in Extrasendungen gesehen haben, dass Konstantin sich niemals zum Christentum bekehrt hat, sah nichts Seltsames darin, dass ein Krieger durch Schlachtung seiner Feinde zum Glauben an einen gekreuzigten Christus kam. Dieses Denken durchdrang die Nachfolger von Silvester sowie die Kreuzzüge, das Heilige Römische Reich, den europäischen Nationalismus, die amerikanische Revolution, den amerikanischen Sezessionskrieg und die Kriege des 20. Jahrhunderts. Die vielleicht bewundernswerteste psychologische Eroberung des schwarzen Papsttums besteht vielleicht darin, dass sich die Protestanten im Allgemeinen darüber einig sind, dass die bewaffnete Herrschaft eine von Gott eingerichtete Autorität für Christen ist, die sie ausüben sollen. Da es für ein Mitglied des Leibes Christi aber keine biblische Autorität gibt, irgendeine Art von Bewaffnung zu tragen, die über die figurativen Waffen von Gottes Wort hinausgehen, wie wir in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 lesen können, können die Päpste wahrheitsgemäß erklären, dass Peter ihre Grundlage ist, indem sie in geistigem Vorbehalt festhalten, dass der hebräische Jir, ausgesprochen Peter, bedeutet Erstling, was natürlich Kains Hauptattribut als Erstgeborener von Eva ist. Und dieser war der erste Mörder auf dieser Erde. Ein interessantes Stück, das wir hier aus Herrscher des Bösen lesen. Und wir haben auch noch an einer anderen Stelle, wie ich mich meine zu erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob es in dieser Buchlesung oder in einer anderen Buchlesung war, gelesen, von Papst Johannes dem 23., der zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils Ende 1962 ein Gebet gesagt hat, indem er meinte, dass sie, damit die römisch-katholische Kirche, das Zeichen des Kains tragen. Kain, der Erstgeborene von Eva, Kain, das Erstling heißt, also was auf Peter zurückgeht, und Kain war der Erstgeborene, Peter. In der Hinsicht, ja, in der Hinsicht war nicht Petrus der erste Papst, aber in der Hinsicht war der Papst, der sich der Erstgeborene nennt, wirklich
der Nachkomme Kains. Also wir müssen hier ganz deutlich unterscheiden. Vicarius Filii Dei. Der Papst gibt vor, der Nachfolger Christi zu sein, aber er ist im Grunde nichts anderes als der Stellvertreter Satans auf dieser Welt. Und das kann man natürlich auch auf Kain attribuieren, da Kain der erste Mensch war, in den der Geist Satans auf dieser Erde gefallen war. Na? Der erste Mensch. Es gab vorher noch eine Schlange, die den Geist Satans hatte. Aber das ist eine andere, längere Geschichte. Also, dieser Mann, der Papst von Rom, ist nach katholischer Lehre das irdische Oberhaupt der Kirche und der Nachfolger des Apostels Petrus. Petrus, der als Erstgeborener, wie gesagt, aber Petrus war nie in Rom. Also, da haben wir schon mal die erste große Diskrepanz mit der Wirklichkeit. Nach dieser Vorstellung, so fährt der Autor fort, hätte Christus Petrus zum ersten Papst ernannt, der daraufhin nach Rom ging und dort seine Aufgabe 25 Jahre lang diente. Die katholische Kirche erhebt nun den Anspruch, dass es nach Petrus eine Nachfolgereihe von Päpsten geben müsse und diese bis zum heutigen Tag auch bestehe. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der römisch-katholischen Lehre. Aber lehrt die Schrift, die Heilige Schrift, die Bibel, dass Christus einen Mann dazu auserkoren hatte, der in seiner Kirche über alle anderen sein sollte? Finden wir irgendeine biblische Rechtfertigung für das Amt eines Papstes, für das Amt eines obersten Pontifex? Betrachten die ersten Christen Petrus als einen solchen? Nun, das Gegenteil ist der Fall. Die Schrift zeigt ganz klar, dass unter den Gliedern der Kirche Gleichheit herrschen solle und dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, nicht der Papst. Dazu lesen wir in der Heiligen Schrift Epheser Kapitel 5, Vers 23, wo geschrieben steht, Zitat, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Christus, nicht der Papst. Jakobus und Johannes kamen einst zu Jesus und fragten ihn, ob einer von ihnen zu seiner Rechten und der andere zu seiner Linken im Reiche Gottes sitzen könne. Im orientalischen Königreichen nahmen zwei Minister des Staates, die an Autorität direkt unter dem König standen, genau diese Plätze eben ein. Wenn der Anspruch, den die katholische Kirche erhebt, wahr sein sollte, hätte Jesus erklärt, dass Petrus der Platz an seiner Rechten zustehe und er nicht beabsichtige, eine besondere Position an seiner Linken zu schaffen. Aber im Gegenteil lautete seine Antwort so, wie wir im Evangelium von Markus, Kapitel 10, Verse 2 und 43 nachlesen können. Zitat, aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass sie ihre große Gewalt und dass sie große Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. In dieser Aussage stellt Jesus eindeutig klar, dass keiner von ihnen über die anderen herrschen solle. Stattdessen lehrt er Gleichheit und verneinte klar die Prinzipien, die im Papsttum gelten, indem ein Papst als der Bischof der Bischöfe über die Kirche herrscht. Eine andere Art und Weise, wie Jesus das Prinzip der Gleichheit lehrte, war die Warnung vor dem Gebrauch schmeichelhafter Titel wie Vater. Das Wort Papst bedeutet Vater. Oder auch das Wort Rabbi oder Meister. Denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder, wie wir in Matthäus 23, Verse 8 bis 10 nachlesen können. Oder besser gesagt 1 bis 12 nachlesen können. Und was steht dort geschrieben? Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Übrigens, das muss ich mal eben kurz hier unterbrechen, das ist auch der Grund, weshalb im Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika eine Plakette von Moses abgebildet ist. Das ist nicht die einzige Plakette, die da abgebildet ist, da ist auch eine Plakette abgebildet von unter anderem Innozenz III., dem Papst, der Ende des 11. Jahrhunderts die Inquisition eingeführt hat. Komischerweise in einem protestantischen Land fragt man sich, warum ist da bitteschön eine Plakette von dem Papst angebracht, der die Inquisition ins Leben ruft. Bei einem protestantischen Land sollte man eher annehmen, dass die eine solche Plakette, eine solche Figur
in Effigy, wie man das so schön nennt, also stellvertretend jedes Jahr verbrennen. Genau wie es damals nach dem Schießpulverkomplott 1605 ja auch später in den Vereinigten Staaten von Amerika, als noch Kolonien waren, Tradition war, dass man den Papst, oder besser gesagt eine Puppe, die den Papst darstellen sollte, verbrannt hat. Ja? Das war aber übrigens eine der ersten Handlungen, die der Präsident George Washington damals aufgehoben hat. Das können wir ja nicht machen. Wir können ja hier die Katholiken nicht so hinstellen. Wir haben ja jetzt Religionsfreiheit. Und das heißt, dass wir die alten protestantischen Riten verbieten. Ja? Ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen, aber es sollte ganz deutlich sein, in der Bibel steht hier bereits geschrieben, das ist Jesus, der sagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Und die Schriftgelehrten sind heutzutage, wenn wir jetzt mal von der Bibel absehen, die Schriftgelehrten in unserer säkularen Welt und die Pharisäer in unserer säkularen Welt, das ist die gesetzgebende Macht. Und deswegen ist es doch merkwürdig, dass eben dieser Moses als eine Plakette im Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika steht. Ja? Also was Jesus hier vor 2000 Jahren sagt, das können wir heute bestätigt sehen, wenn wir nach Amerika gehen. Ja, also, ja, sag mal. Ich wollte jetzt ohne Hupe mal was sagen. Und ja, zwar so gerade diese Religionsfreiheit, die von dem George Washington damals, der ja Freimaurer war, der trägt ja immer auf diesen Grundsteinlegungen diesen Freimaurerschutz. Ist es nicht interessant, dass bei dem Motto der französischen oder der sogenannten französischen Revolution Liberté als erste Eigenschaft kommt, also Freiheit? Das fällt mir gerade so da auf in dem Kontext, dass halt damit auch alles Mögliche beinhaltet, sodass man da quasi dann als Hauptsinn und Hauptzweck dieser Revolution quasi schon das erste Substantiv da nennt, nämlich Freiheit. Und da kann man jetzt jeder was anderes drunter sich vorstellen. Ne? Das normale Volk hat sich zwar gedacht, ja, so ist jetzt die Freiheit aus der Monarchie Frankreichs heraus, aber es kann natürlich auch sein, dass sich also jetzt auch andere Mächte im Hintergrund da jetzt eine Freiheit rausnehmen, die sie vorher nicht gehabt haben. Na, also bei dem Punkt müssen wir natürlich erstmal berücksichtigen, dass die Französische Revolution durchgeführt wurde von den Illuminaten. Die Illuminaten sind die Organisation, hinter der sich die Jesuiten versteckt hatten in der Zeit, wo sie verboten waren, was zur Zeit der Französischen Revolution so war. Und dass die Illuminaten also im Grunde alles das tun, was im Vorteil für die Kirche funktioniert. So, und die Kirche, die römisch-katholische Kirche, da wissen wir von, wenn die von Freiheit spricht, dann spricht sie von der Freiheit, ihren abergläubischen, traditionellen, antichristlichen Glauben ausführen zu dürfen, mit all seinen Riten, all seinen Traditionen, all seinen Handlungen, sprich Sakramenten, Messe und so weiter und so weiter. Das ist Freiheit für einen römischen Katholiken. Aber das wird den Menschen natürlich nicht gesagt. Diesen damals den Einwohnern von Frankreich wird vorgeworfen, das ist für euch Freiheit für euch, aber Freiheit wovon? Freiheit von den Fesseln des Gesetzes des Schöpfergottes. Da geht es im Grunde immer drum. Freiheit für sich selbst. Deswegen haben wir ja diese ich-bezogene Welt. Und gerade wenn du hier auf die Französische Revolution einsprichst, da heißt es ja Liberté, Égalité, Fraternité. Ne? Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die römisch-katholische Kirche predigt ja heute auch, wir sind alle Brüder und Schwestern, wir sind alle eins. Das sagt die Bibel auch. Nur wo ist der Unterschied zwischen dem, was die Bibel lehrt und dem, was der Papst lehrt? Die Bibel lehrt, dass wir alle Brüder im Geiste, in der Wahrheit mit Jesus Christus sind. Und die römisch-katholische Kirche hat da eine ganz andere Vorstellung von. Deren Brüderlichkeit, deren alles eins ist alles eins, weil wir eben so schön gleich sind, weil wir uns eben alle erheben, weil wir immer nur an uns selber denken. Und wenn ich an mich selber denke und du denkst an mich selber, ja, dann sind wir auch eins, nicht wahr? Und das ist das Eins der römisch-katholischen Kirche. Und so könnte man natürlich weitergehen und könnte man die anderen Dinge auch noch analysieren. Aber es ist sehr interessant, dass du diesen Punkt hier mit reinbringst, mit der Freiheit, weil das ist etwas, Michael, da fallen die meisten Leute darauf ein. Gib den Leuten das Schlagwort Freiheit und sie sind sofort dafür. Aber sie fragen nie, was für eine Freiheit, frei wovon? Ja? Das ist genau wie Obama damals, der ja damals seinen Slogan hatte. Yes, we can. Genau. Yes, we can. Und vor allem noch viel wichtiger, Change.
Change we can believe in, ja, eine Veränderung, in die wir glauben können, eine Veränderung, die wir schaffen können, ja, das hat dann die Merkel so übergenommen, ne, wir schaffen das, ne. Ja, was? Das war dann ihre eingedeutschte, in Deutschland fragt sich ja auch niemand, wenn die Merkel sagt, wir schaffen das, ja, was schaffen wir und wie schaffen wir das denn, ne, da wird ja auch nur einfach dieses Schlagwort gebraucht, ne. Und der Obama hat das damals auch gemacht. Der hat gesagt, change we can believe. Und jeder hat nach change, 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 also Veränderung gerufen. Und kein Schwein hat sich gefragt, welche Veränderung denn bitte? Eine Veränderung haben sie gekriegt, aber sind sie davon noch besser geworden? Das ist die andere Frage. Also dein Freiheitsanspruch, den du hier gerade gebracht hast aus der Französischen Revolution, bin ich sehr dankbar für. Ist sehr schön, dass du das gebracht hast. Und gib mir noch einmal die Möglichkeit zu sagen, Leute, wenn die römisch-katholische Kirche oder irgendjemand, der mit der römisch-katholischen Kirche was zu tun hat, das haben die Illuminaten nun mal, dann meinen die nur die Freiheit, ihre abergläubische Gegenreligion ausführen zu dürfen. Das ist Freiheit für einen römischen Katholiken und nichts anderes. Also Freiheit vor allen Dingen von den Gesetzen des Gottes, der ja nach ihrem Verständnis uns gefangen und dumm halten will oder hält. Ja. Hast du da noch was zuzufügen oder war es das? Nee, das war es erstmal. Ich wollte ja jetzt auf die Babylon-Mysterien-Religion und nicht für die Französische Revolution hier sprechen. nein, ist ja in Ordnung. Aber es gibt Momente, da muss man sowas durchaus mal anholen. Und das war ein opportuner Punkt, um das mal eben zur Sprache zu bringen. Also ich möchte das jetzt nochmal anfangen zu lesen, hier dieses Bibelzitat. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie, aber um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume von ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten, wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich habe das ein wenig ausgebreitet. Wie gesagt, der Autor zitiert hier nur die letzten drei Verse, Matthäus 23, 8 bis 10, aber ich fand es opportun, 1 bis 10 hier zu lesen. Ich finde diesen Zusammenhang sehr interessant. Die Vorstellung, sagt Ralph Utrow weiterhin, dass einer von ihnen zum Papst erhoben werden sollte, steht im krassen Gegensatz zu eben diesem Textabschnitt. Und da wir wissen, dass die wahre Bibel sich nicht widerspricht, kann es nur sein, dass hier der Papst der Bibel widerspricht. Auf eine andere Schlussfolgerung kann ich hier nicht kommen. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ja, die Katholiken werden jedoch gelehrt, dass dem Petrus eine solch erhöhte Stellung gegeben wurde, dass die gesamte Kirche auf ihn gebaut ist. Der Vers, der diesen Anspruch stützen soll, ist Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und ich bin hier auf 16, Vers 18, sehr ausführlich darauf eingegangen, in der Buchlesung von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Das findet ihr in der Videospielliste Luther 2017 und könnt ihr euch gerne einmal anschauen. Deswegen gehe ich hier auch nicht zu tief drauf ein, weil ich habe keine Lust, mich in solchen Sachen ständig zu wiederholen, weil das ist ja für die Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, auch nicht interessant. Wir wissen, dass das an den Haaren herbeigezogen ist, dass es eine Lüge ist, dass es nicht stimmt. Aber wie gesagt, da gehe ich intensiv in der Lesung von Martin Luther drauf ein. Also Matthäus 16, Vers 18, das lautet, Zitat, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen.
Lesen wir diesen Vers jedoch in seinem Zusammenhang, das sollte man mit Bibelversen immer tun, deswegen mache ich öfter aber auch größere Zitate, als die oftmals angegeben sind, so können wir sehen, dass die Gemeinde nicht auf Petrus, sondern auf Christus gebaut wurde. In den vorangehenden Versen fragte Jesus die Jünger, für wen die Menschen ihn halten würden. Einige sagten, er wäre Johannes der Täufer. Einige hielten ihn für Elia, also den Propheten aus dem Alten Testament. Andere dachten, er wäre Jeremia oder einer der Propheten oder der anderen Propheten. Dann fragte Jesus, ihr aber, ja wer sagt ihr, dass ich sei? Und daraufhin antwortete Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann geschah es, dass Jesus sagte, dass du bist Petrus, also Petrus steht für Petros, ein Stein, ein Fels, und auf diesen Felsen, Petra, eine Masse von Felsen, der große Eckstein der Wahrheit, den Petrus in den vorherigen Worten beschrieben hatte, werde ich meine Gemeinde bauen. Der Fels, auf dem die wahre Kirche gebaut werden sollte, war mit der Aussage des Petrus beschrieben. Du bist der Christus. Und so war die wahre Grundlage, auf der die Kirche gebaut wurde, Christus und nicht Petrus, der es sagte. Petrus selbst erklärte, dass Christus der Eckstein ist, im 1. Petrus Kapitel 2, Verse 4 bis 8. Er sprach von Christus als von dem Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist, und in keinem anderen ist das Heil. Wir nehmen hier das Ganze noch ein wenig länger, 2. Petrus 2, 4 bis 8, und das habe ich hier eben rausgeschnitten und dann lesen wir eben das ganze Stück. Da steht geschrieben, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Auch hier muss ich mal eben unterbrechen. Geistliche Opfer darzubringen. Das ist ganz deutlich Lehre gegen die Eucharistie, die auch ein Opfer ist. Das ist nämlich wieder ein physisches Opfer, ein weltliches Opfer. Die Opfer hat aber Jesus Christus auf sich genommen. Er war das perfekte, einzige, letzte, abschließende Opfer. Deswegen spricht man von geistlichen Opfern. Deswegen sagt Jesus Christus im Abendmahl, wenn ihr dieses Brot brecht, tut es im Gedenken an mich. Tut es im Gedenken an mich, ja, als Symbol für meinen Leib. Nicht tut es, weil ihr meinen Leib brecht, sondern als Symbol. Und die römisch-katholische Kirche bestimmt im Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563 in eben dieser Situation, dass jeder, der das tut im Gedenken an Jesus Christus, der das nicht mit dem Verständnis der reinen Transsubstantiationslehre der römisch-katholischen Kirche tut, also der wirklichen Wesensveränderung des Eucharists in den Körper, das Blut, die Menschlichkeit, die Seligkeit, das Fleisch und Blut von Jesus Christus, wer das nicht tut, der ist verflucht. Ja? Und hier steht auch ganz deutlich drin, im 1. Petrus, ein geistliches Opfer darzubringen, also kein physisches, weltliches, materielles Opfer. So, ich fange nochmal an. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Apostelgeschichte 4, 11 bis 2, habe ich das jetzt hier auch noch bei? Ja, da muss ich hier runtergehen. Apostelgeschichte, das ist also das zweite Zitat, da steht geschrieben, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist.
und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollten. Oder sollen, Entschuldigung. In dem wir gerettet werden sollen. Die Kirche, sagt der Autor, wurde auf Christus gebaut. Er ist die wahre Grundlage und es gibt keine andere. Wie wir im 1. Korintherbrief Kapitel 3, Vers 11 nachlesen können, wo steht, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Als Jesus davon sprach, dass er seine Kirche auf einen Felsen bauen wollte, nahmen die Jünger seine Worte nicht als Veranlassung zu denken, er erhöhe Petrus, damit er ihr Papst sein solle. Denn zwei Kapitel weiter fragten sie Jesus, wer der Größte sei, in Matthäus 18, Vers 1. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Nun, wenn Jesus gelehrt hätte, dass Petrus der eine sein sollte, auf den er seine Kirche bauen wollte, wenn dieser eine Vers wirklich bewiese, dass Petrus der Papst sein sollte, hätten die Jünger doch sofort gewusst, wer der Größte unter ihnen war. Dann hätten sie die Frage doch gar nicht mehr stellen müssen. Petrus war lediglich der Sprecher der Zwölf, ja, Matthäus 16, 18, auf die Frage, wer glaubt ihr denn, dass ich sei? Petrus hat darauf geantwortet, nicht als Petrus alleine, sondern als Sprecher für die Zwölf, da die Frage nämlich an alle gerichtet war, aber immer nur eine antworten kann. Dass das mit dem Zusammensprechen nicht so leicht ist, das kann Michael sehr gut bezeugen, weil wir haben jetzt inzwischen etwas über 40 Folgen abgedreht von der Gender-Agenda und wir haben des Öfteren versucht, unseren Schlussspruch, lest eure Bibel, Maranatha, zusammenzusagen und das hat bis auf ein einziges Mal nie geklappt. Das ist schwierig. Man kann zwar zusammen singen, weil man da weiß man genau, wann man seinen Einsatz hat und welchen Text man dann sagen soll, aufs Wort genau, aber man es kann unmöglich zwei oder drei zusammen sprechen und zwölf schon mal gar nicht. Schon gar nicht, wenn das vorher geübt wurde. Und hier ging es ja nicht um Üben, hier ging es ja um, es wurde eine Frage gestellt und die Frage wurde beantwortet. Da können nicht zwölf gleichzeitig antworten. Ja? Petrus war lediglich der Sprecher und deswegen hat Jesus das gesagt, da will ich meine Kirche drauf bauen. Dass er dann natürlich auch noch meinte, nicht Petrus selber, sondern den Glauben, den Petrus damit bezeugt hat, ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, das bespreche ich in der Buchlesung von Martin Luther in der Spielliste Luther 2017. Könnt ihr das nachsehen. Es geschah tatsächlich erst in der Zeit des Calixt des Ersten, der von 218 bis 223 Bischof von Rom war, dass Matthäus 16, Vers 18 in einem Versuch verwandt wurde, zu beweisen, dass die Kirche auf Petrus gebaut und der Bischof von Rom sein Nachfolger sei. Das geschah erst zur Zeit Calixt des Ersten zwischen 218 und 223. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, das ist 170, 180 Jahre nachdem Petrus so gesagt in Rom gewesen sein soll. Dann wird das erst herangezogen. 170, 180 Jahre später. Abgesehen davon, dass Petrus nicht in Rom war, ist das ja wohl ein wenig lächerlich. Aber das ist etwas, was immer wiederkehrt in der römisch-katholischen Kirche. Dass die römisch-katholische Kirche Dinge anholt, für ihre Tradition zu begründen und dass wir dann sehen, dass das aber am Anfang gar nicht so war. Selbst am Anfang der römisch-katholischen Kirche nicht war. Ja? Also. Wenn wir Petrus in der Schrift näher betrachten, wird es offensichtlich, dass Petrus auf gar keinen Fall ein Papst gewesen war. Warum? Na, erstens, Petrus war verheiratet. Die Tatsache, dass Petrus ein verheirateter Mann war, harmoniert nicht mit dem katholischen Dogma, dass ein Papst unverheiratet sein müsse. Warum das päpstliche Dogma so ist, dass ein Papst unverheiratet ist, da gehe ich auch in anderen Lesungen und anderen Büchern drauf ein, nicht hier. Es hat zu tun mit Treue. Das ist alles, was ich hier sage. Die Schrift sagt uns, dass die Mutter der Ehefrau des Petrus von einem Fieber geheilt wurde. Lesen wir noch mal, Matthäus Kapitel 8, Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Ja, eine Schwiegermutter hat man nur, wenn man eine Frau hat, ne? Es kann natürlich nur eine Schwiegermutter des Petrus gegeben haben, wenn Petrus verheiratet war.
Noch Jahre später machte Paulus noch einmal eine Aussage, die zeigt, dass die Apostel, einschließlich Kephas, durchaus Ehefrauen gehabt haben. 1. Korinther 9, Vers 5, es steht geschrieben, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Kephas war der aramäische Name des Petrus. So lesen wir im 1. Johannes, also im Johannes Kapitel 1, Entschuldigung, nicht 1. Johannes, Johannes Kapitel 1, Vers 42, Zitat, und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Zweitens, Petrus hatte den Menschen nicht erlaubt, vor ihm niederzuknien. Als Petrus in das Haus des Cornelius kam, ging dieser ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Wir lesen das in der Apostelgeschichte Kapitel 10, Verse 5 und 26, wo der ganze Text lautet, Zitat, als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Dieses Verhalten weicht eindeutig von dem ab, was ein Papst gesagt hätte, denn es ist üblich, dass die Menschen vor dem Papst beugen. Oder schlimmer, ihm die Füße küssen, wie auch der Petrus-Statue, die eigentlich ja Jupiter ist, worüber wir bereits an früheren Stellen gesprochen haben. Aber kommen wir zum dritten Punkt. Ja? Petrus hatte die Tradition nicht auf eine Ebene mit dem Wort Gottes gestellt. Im Gegenteil, Petrus hatte wenig Vertrauen in den von den Vätern überlieferten Wandel, wie wir im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 nachlesen können, Zitat, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Seine Pfingstpredigt war erfüllt mit dem Wort und nicht mit Traditionen der Menschen. Als die Menschen fragten, was sie tun sollten, damit sie mit Gott in Ordnung wären, sagte ihnen Petrus nicht, dass sie ein wenig Wasser, das über sie gegossen und gesprenkelt werden müsse, benötigten. Stattdessen sagte er, was wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38 lesen, wo es heißt, Zitat, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Viertens, Petrus war kein Papst, denn Petrus trug keine Krone. Petrus selbst erklärte, dass, wenn der Oberhirte erscheinen wird, ihr dann den unverwelklichen Kranz, im Griechischen auch Krone, der Herrlichkeit empfangen werdet. Das steht geschrieben im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 4, wo wir lesen, Zitat, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Da Christus noch nicht wiedergekommen ist, ist die Krone, die der Papst trägt, ihm nicht von Christus verliehen worden. Kurz, Petrus hatte sich weder als Papst verhalten, noch war er wie ein solcher gekleidet, noch hat er so gesprochen oder so geschrieben und die Menschen begegneten ihm auch nicht, wie man einem Papst begegnet, und er war nie in Rom. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Petrus in den ersten Tagen der Kirche tatsächlich die führende Stellung unter den Aposteln inne. Petrus war es, also übrigens, führende Stellung unter den Aposteln. Da möchte ich mal ganz kurz was zu sagen. Wir lesen in der Bibel später auch noch, wenn Paulus die Epistel zu den verschiedenen Kirchen schreibt, da sprechen wir von Presbytern. Ein Presbyter ist das Wort, das gebraucht wird für einen Älterer. Und ein Älterer ist nicht unbedingt älter im Sinne von Lebenserfahrung, obwohl das oftmals so ist, also Lebensalter, sondern hauptsächlich älter eben, weil er mehr gelehrt ist in der Schrift, in der Heiligen Schrift. Und das ist ein Respekt, den man auch heute noch Menschen entgegenbringen sollte, auch wir Christen untereinander. Wir sollten denjenigen respektieren, der mehr in der Bibel steht als wir selber, weil nur von jemandem, der tiefer in der Bibel steht und tiefer in der Erkenntnis der Lehre Gottes steht, von dem können wir etwas lernen. Ja? Also, Petrus hatte aller Wahrscheinlichkeit nach in den ersten Tagen der Kirche tatsächlich die führende Stellung unter den Aposteln inne, weil er sehr sicher
im Wort Gottes war. Genau wie Paulus das war. Sonst hätte Paulus ja gar nicht in die verschiedenen Heidenstädte gehen können und überall seine Kirchen aufrichten können. Da muss man schon ganz gut in der Kirche stehen. Und als er dann wegging, hat er Ältere in der Kirche ernannt. Das heißt, diejenigen, die er ausgebildet hat, von denen er wusste, die gut in der Schrift waren, die sie gut verstanden haben und korrekt gelehrt haben, diese Ältere wurden eingesetzt. Und nichts anderes ist Petrus hier, also ein Presbyter. Petrus war es, der nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten die erste Predigt hielt und wo 3000 Menschen der Gemeinde des Herrn zugetan wurden. Später war es Petrus, der als erster das Evangelium zu den Heiden trug. Wo immer wir eine Aufstellung der 12 Apostel in der Schrift finden, ist der Name Petrus an erster Stelle erwähnt. So haben wir die Stellen Matthäus Kapitel 10, Vers 2, Markus 3, 16, Lukas 6, 14, Apostelgeschichte 1, 13. Und die lauten wie folgt. Matthäus, da nehme ich auch wieder ein etwas längeres Zitat, wie ihr seht, nämlich Kapitel 10, Verse 2 bis 4. Da steht geschrieben, die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon der Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. In Markus lesen wir Simon, dem er den Beinamen Petrus gab. In Lukas Simon, den er auch Petrus nannte und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus. Und in Apostelgeschichte lesen wir, und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Nichts von dem. Auch nicht bei Erweiterung der Fantasie deutet jedoch darauf hin, dass Petrus der Papst oder der universale Bischof der Bischöfe gewesen war. Während Petrus ganz am Anfang offensichtlich die herausragendste Stellung unter den Aposteln einnahm, scheint es später Paulus gewesen zu sein, der den herausragendsten Dienst hatte. Alle Schreiber des Neuen Testaments zum Beispiel schrieb Paulus, schrieb Paulus 100 Kapitel mit 2325 Versen, wobei Petrus nur 8 Kapitel mit 166 Versen schrieb. Paulus nannte Petrus, Jakobus und Johannes Säulen der christlichen Gemeinde, wie wir in Galater 2, Vers 9 nachlesen können, wo geschrieben steht, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Auch nochmal ganz deutlich, dass wir hier also sehen, dass Paulus eindeutig der Apostel für die Heiden ist, auch wenn die ersten Heiden, die bekehrt wurden, durch Petrus bekehrt wurden, da diskutiere ich gar nicht drum, das steht so in der Bibel geschrieben, aber trotzdem war Paulus der Apostel für die Heiden und das steht hier ganz, ganz deutlich geschrieben. Ich wiederhole es nochmal, dass jeder das bitte gut begreift. Als die Gnade erkannten, die mir Paulus gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir Paulus und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir Paulus und Barnabas unter den Heiden sie, Petrus, Jakobus, Johannes, aber unter der Beschneidung, also unter den Juden, wirkten. Trotzdem konnte er sagen, denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden, wie es in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 11 steht, Zitat, ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen, ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutendsten Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Wenn Petrus jedoch der höchste Pontifex, wenn Petrus jedoch der Papst gewesen wäre, ja, dann wäre Paulus sicherlich in seiner Stellung unter Petrus gewesen. Nun lesen wir in Galater Kapitel 2, Vers 11, dass Paulus den Petrus aber tadelte.
Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Worte, die einem seltsam anmuten, wenn doch Petrus der unfehlbare Papst gewesen sein soll. Paulus wurde der Apostel der Heiden, hatte ich gerade eben schon gesagt, und hier wird es in Römer Kapitel 11, Vers 13 bestätigt, denn es steht geschrieben, Zitat, denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ja, ich habe heute wirklich was mit meinem Gedächtnis. Ne? Ich wollte das Video hier in der Zwischenzeit abspielen, dass ihr nebenbei noch ein bisschen was seht während meiner Lesung hier. Habe ich auch vergessen, genau wie vorhin, wo ich das eingegeben habe. Tut mir leid. Ich spiele es jetzt nochmal ein. Ich werde alt. Also, Paulus wurde der Apostel der Heiden, wie wir gerade in Römer 11, Vers 13 gelesen haben, genannt, während Petrus vorrangig den Juden diente, Galater Kapitel 2, Verse 7 bis 9, wo geschrieben steht, Zitat, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Also der sprechen wir über den Papst hier. Ne? Jesus Christus. Ich bin heute schlecht drauf. Jesus Christus natürlich, um den geht es hier. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirken. Das letzte Stück hatten wir gerade eben schon mal gelesen. Ich hatte hier das Bild, den Papst gesehen, deswegen hier den Papst ausgesprochen, anstatt Jesus Christus. Ne? Also, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit der Beschneidung, denn der, welcher Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir. Dieser der ist natürlich Jesus Christus. Ich sollte weniger auf das Video achten als auf den Text hier, dann passiert das vielleicht nicht. Okay. Wenn Petrus jedoch der höchste Pontifex, der Papst gewesen wäre, wäre Paulus sicher in seiner Stellung unter Petrus gewesen. Dieses, was wir gerade eben gelesen haben, sind also Worte, die einem wirklich seltsam anmuten, wenn doch Petrus der unfehlbare Papst gewesen sein soll. Paulus wurde der Apostel der Heiden genannt, während Petrus vorrangig den Juden diente, wie gerade eben besprochen. Diese Tatsache alleine, da brauchen wir also gar keine anderen Beweise anführen. Wir können aus der Schrift noch hunderte andere Beweise anführen, aber diese Tatsache alleine, bestätigt durch die Heilige Schrift, würde genügend beweisen, dass Petrus nicht der Bischof von Rom war, denn Rom war eine Stadt der Nationen, so wie geschrieben steht in Apostelgeschichte 18, Vers 2, Zitat, und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. All dies ist tatsächlich von höchster Bedeutung, wenn wir bedenken, dass der gesamte Rahmen des römischen Katholizismus auf die Behauptung gegründet ist, dass Petrus Roms erster Bischof gewesen ist. Man könnte beinahe sagen, dass diese falsche, nicht beweisbare und von daher auch gelogene Behauptung, dass Petrus der erste Bischof Roms gewesen ist, diese Behauptung ist diese Wahrheit, die unter dem ganzen Haufen von Lügen steht, und wenn man die da rauszieht, dann stürzt das ganze Lügengebäude ein. Aber Leute wollen es nicht wahrhaben. Leute lesen nicht die Bibel, und in der Bibel hauptsächlich alleine steht deutlich genug drin, dass Petrus nie in Rom war. Ich meine, Galater 2, 7 bis 9, Römer 11, 13, wir haben es gerade eben gelesen, ja, Petrus war nicht der Apostel der Heiden und war nie in Rom. Das lässt sich pur aus Basis der Bibel beweisen. Michael hat zusammen mit Bruder Brett und mir in Englisch mal eine 17-teilige Serie gemacht darüber, dass Petrus nie in Rom war und dass Petrus auch nicht der erste Papst war. Und über den wirklichen ersten Papst oder den wahrscheinlich doch zumindest ersten Papst oder hohen Priester in Rom, um es mal so zu nennen, Simon Magus aus Apostelgeschichte 8. Darüber haben wir 17 Teile Videoserie gemacht.
die in Englisch aber nur gemacht wurde. Und die könnt ihr auf meinem Drittkanal verfolgen. Da steht eine Videospielliste unter dem Namen. Das kann man da leicht finden. Also kommen wir nochmal zu dem Punkt, wie wir bereits ganz zu Anfang letztes Mal bereits besprochen hatten, nach dem Motto der Fels, der nie in Rom war, von Augstein. Wieder jetzt die Frage, war Petrus überhaupt jemals in Rom? Wir beschauen es nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist nötig, meine lieben Brüder und Schwestern, weil die römisch-katholische Kirche wiederholt ihre Lüge auch noch und noch und noch und noch und noch. Und dagegen muss man auch die Wahrheit noch und noch und noch und noch und noch wiederholen. Und genau das tun wir hier, bis es sich endlich mal eingeprägt hat in den Leuten von die Bibel und nicht, wie die römisch-katholische Kirche sagt, die Bibel und Tradition und eigentlich die Tradition über der Bibel, weil das ist die Prämisse der römisch-katholischen Kirche. War Petrus jemals in Rom? Es gibt aufgrund der Bibel keinen Beweis, dass Petrus jemals in die Nähe von Rom gekommen war. So, da aber die Bibel die einzige Autorität eines Christen sein sollte und wenn es da nicht drin steht, dann ist es halt nicht so. Da erübrigt sich jede weitere Diskussion mit jemandem, der sich Christ nennt, überhaupt. Es gibt aufgrund der Bibel keinen Beweis, dass Petrus in Rom war. Wenn ich außerhalb der Bibel irgendwelche, zwischen Anführungszeichen, Beweise dafür an den Haaren herbeiziehe, weil ich halt gerne diese Wahrheit lehre und weil ich das gerne so möchte, als römisch-katholische Kirche, als Papst, dass die Leute das glauben, dann ist es eine andere Sache. Aber deswegen verändert sich die Schrift in der Bibel noch nicht. In der Bibel gibt es keinen einzigen Beweis, dass Petrus jemals auch nur in die Nähe der Stadt Rom gekommen ist. Das Neue Testament sagt uns, dass er nach Antiochien, nach Samaria, Joppe, Caesarea und anderen Orten gegangen war. Aber wir lesen nichts von Rom. Dieses Verschweigen ist eigenartig, besonders da Rom die wichtigste Stadt der Welt war. Die katholische Enzyklopädie unter dem Stichwort Petrus, die haben wir ja gerade hier in dem Bild gesehen, die Enzyklopädie, weist darauf hin, dass bereits im 3. Jahrhundert die Legende auftauchte, dass Petrus 25 Jahre lang der Bischof Roms gewesen wäre. Im 3. Jahrhundert. Eine ganze Weile weg, ne? Von den so gesagten Fakten oder behaupteten Fakten. Diese Jahre seien, wie Hieronymus glaubte, ja, das ist ein römisch-katholischer Historiker und sogenannter Kirchenvater, diese Jahre seien, wie Hieronymus glaubte, die Jahre 42 bis 67 Anno Domini gewesen. Diese Anschauung ist jedoch nicht ohne besondere Probleme. Etwa im Jahr 44 nach Christi war Petrus auf dem Apostelkonzil zu Jerusalem. Das lesen wir in Apostelgeschichte 15. Ungefähr 53 nach Christus traf ihn Paulus in Antiochien, wie wir in Galater 2,11 nachlesen können. Ja, als Petrus nach Antiochien kam, stand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Und das hatten wir ja gerade eben schon noch ein bisschen weiter oben gelesen. Um das Jahr 58 schrieb Paulus seinen Brief an die Christen in Rom, in dem er Grüße an 27 Personen bestellte. Aber Petrus, den hat er nicht erwähnt. Stellen Sie sich bitte einen Missionar vor, der an eine Gemeinde schreibt und 27 Gemeindemitglieder mit Namen grüßt, aber mit keinem Wort den Pastor erwähnt. Die unten stehende Fotografie zeigt eine Statue, die angeblich Petrus darstellen soll, die in dem Petersdom in Rom steht. Ich bin Zeuge langer Schlangen von Menschen gewesen, die darauf warteten, vor sie hinzutreten und dieser Statue die Füße zu küssen. Die Petrus-Statue in Rom, die Statue Jupiter aus dem Pantheon ist. Und es gibt auch noch ein sehr schönes Bild, ich weiß nicht, ob das hier in dem Video drin ist, mal eben gucken. Ja, anscheinend ist das da auch nicht drin. Ich suche das eben nochmal raus, wir sind ja sowieso jetzt zum Ende gekommen hier. Wir suchen mal eben die Petrus-Statue raus. Ich glaube, ich habe die unter dem Namen Peter hier. Da kann man auch die Füße sehen, die von Millionen von Lippen im Lauf der Jahrhunderte geküsst wurden. Hier, glaube ich, sieht man das hier drauf, Peter's Toes. Müssen wir mal ein bisschen größer machen, ne? Könnt ihr das sehen?
Ja, hier ist natürlich jetzt gerade eine Hand drauf. Das ist natürlich nicht so vorteilig, wenn man jetzt eine Hand drauf hat. Ich habe auch noch ein anderes Bild. Da müsste man das, glaube ich, besser drauf sehen. Die Füße sind zu einem Klumpen. Hier, das sieht man. Hier sieht man das sehr gut. Ja. Das waren also Füße, das heißt mit Zehen und alles drum und dran. Die sind von Millionen von Lippen und wahrscheinlich auch ein paar Händen im Laufe der Jahrhunderte so abgewischt worden, weil die das eben anrühren. Ja, und was ist das denn bitte schön für ein Glaube, wenn ich eine Statue dann auch noch entweder küsse oder anfasse? Das ist doch kein biblisches Christentum, oder? Das was sagt denn die Weltgesundheitsorganisation zu sowas? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe mal im Video, habe ich das auch mal irgendwie gesagt, von, das ist ja, da müssen die ja ein ganz spezielles Spray dann jedes Mal dahin geben, dass man erstmal das desinfiziert, bevor dann wieder der Nächste das Ding da küssen kann. Also wenn du in Europa eine Krankheit verteilen willst, dann sollte man vielleicht mal dran denken, dem Fuß von der Petrusstatue im Vatikan irgendwelche Bakterien aufzusetzen oder so. Ich glaube, dann hast du eine Verteilung, eine Epidemie innerhalb von kürzester Zeit in Europa. Ja. Also, wie gesagt, lass uns das Thema hier zum Abschluss bringen. Es ist für jeden deutlich ersichtlich, der auch nur ein kleines bisschen Verständnis von der Bibel hat, was dieses komische Rad hier oben bedeutet, ist natürlich auch eine Frage, das ist natürlich ein Sonnensymbol. Für jeden, der ein kleines bisschen Verständnis von der Bibel hat, ist ganz deutlich, dass wir hier die Statue sehen, wo eben lange Schlangen von Menschen dahin gehen, um die Füße zu küssen, um die Füße anzufassen mit den Händen. Und das ist eben Statuenverehrung, das ist Idolatrie, das ist ein Bruch gegen das zweite Gebot. Aber als römisch-katholischer Mensch kann ich das ja machen, weil in der römisch-katholischen Kirche wird mir das ja nicht verboten, weil das zweite Gebot, das passte ihnen nicht, das haben sie ja einfach rausgestrichen. Ja. Haben wir doch tatsächlich heute mal ein ganzes Kapitel geschafft. Das heißt, dass wir in der nächsten 13. Lesung uns an Kapitel 11 wenden werden. Das werden wir dann sehen, wie es heißt und worum es geht. Aber ich denke, dass wir im zweiten Teil der letzten Lesung, wo wir den Artikel von dem Augstein, dem Redakteur des Spiegels gelesen hatten, oder Herausgeber des Spiegels, von dem Fels, der nicht in Rom war, und heute mit der Lesung und vor allen Dingen mit dem Bezug auf die Bibel, wo wir immer wieder Bibelzitate angeholt haben, müssen sagen, nein, nein, nein. Petrus war nicht der erste der Apostel, der erste unter. Das ist sowieso, das ist auch wieder so eine Ausdrucksweise. Das gebraucht der Papst gerne. Der Papst nennt den Patriarchen der orthodoxen Kirche, also der russisch-orthodoxen Kirche, nennt er ersten unter Brüdern. Ja, der Papst selber hatte früher den Titel Erster unter Gleichen. Ja, wenn alle gleich sind, dann gibt es ja keinen Ersten drunter, oder? Verstehe ich irgendwas verkehrt? Nein, ich verstehe gar nichts verkehrt, aber die römisch-katholische Kirche versteht Dinge verkehrt. Nein, sie versteht Dinge nicht verkehrt, aber sie erklärt Dinge verkehrt. Sie führt Leute in die Lüge. In der römisch-katholischen Kirche findet ihr nicht die Wahrheit. Niemals. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht teilhabt werdet ihrer Plagen. Denn ihre Sünden haben mittlerweile den Himmel erreicht. So ungefähr steht es geschrieben in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Und wenn ihr das besser zitieren wollt als ich, wenn ihr das besser zitieren könnt als ich, schön, dann lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.